so viel zu tun hat im Weihnachtstrubel, im Weihnachtsstress und davon, ja, davon handelt das nächste kurze Gedicht. Also kurz ist es nicht, aber wir schauen, dass ich es trotzdem schnell über die Bühne bringe. Als im August, ja, in den Geschäften die Advent-Angebote-Zeit begann, da fragten viele mit Entsetzen, kommt denn schon jetzt der Weihnachtsmann? Seitdem sind Monate vergangen, nun ist es wirklich fast soweit. Es öffneten die Weihnachtsmärkte und in der Luft mit Heimlichkeit. Längst sind die Wunschzettel geschrieben, der Stollenduft zieht durch das Land und auf der Suche nach Geschenken wird selbst am Sonntag drum gerannt. Es gibt so vieles zu bedenken, damit man wirklich nichts vergisst und mancher wünscht sich schon seit Wochen, dass alles bald vorüber ist. Dann ist er da, der Heiligabend, der Weihnachtsbaum ist bunt geschmückt. Jetzt gibt es nur noch den Gedanken, dass auch der Weihnachtsbraten glückt. Die Feiertage gehen vorüber, man übt sich in Besinnlichkeit. Doch um sich wirklich zu besinnen, bleibt einem viel zu wenig Zeit. Der Stress von all dem Weihnachtstrubel schwört sich dann wieder jedermann. Im nächsten Jahr wird alles anders. Ja, na hoffentlich denkt sie auch dran.